So, Freunde, auf zur letzten Runde, auf zu Kapitel 14, das letzte Kapitel, das wir noch übrig haben bei Castlevania Lords of Shadow. Beim letzten Mal, ging es nicht so gut aus für Laura, würde ich sagen. Wir mussten sie leider ein bisschen ausschlürfen wie eine Capri-Sonne, bis kein Tropfen mehr drin ist. Um selbst zum Vampir zu werden, selbst zum Monster zu werden und den bösen Dämon tatsächlich stellen zu können. Und damit geht's jetzt auf in Kapitel 14, das Dimensionsgefängnis. Und ich nehme an, ja, es geht jetzt direkt auf den Weg zum Dämon, oder? Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Schauen wir es uns an. Los geht's mit dem Dimensionsgefängnis. And so I entered the Dimensional Rift. Seeking the Forgotten One. The air was thick with death and decay. Poor Laura had told me that this place was not for humankind. But I was no longer human, and any vestiges of my humanity were now gone from me entirely. I hungered for revenge. Darkness consumed me. Rage drove me. All those people who had died or suffered at my hand were but a distant memory now. I wanted blood. The demon would feel my wrath this night, would feel the bitter taste of defeat at my hand, and I would crush his soul to dust beneath my feet. The terrible path of my destiny was now laid before me, and with absolute clarity of mind, I walked that path paved with the corpses of my enemies and friends alike, with relish. Achso, geht schon los für mich. Entschuldigung. Herzlich willkommen im neuen Zuhause. Ich dachte, es gehört noch irgendwie zur Sequenz, aber dann halt nicht. Gut. Inwiefern hat sich denn Gabriel jetzt verändert? Hat er sich denn überhaupt jetzt tatsächlich vom Verhalten her bei uns verändert? Oder... Nö, nee, scheint alles noch wie immer zu sein, wa? Ja. Alles wie immer. Schauen wir doch mal. Das wird sich bestimmt noch später ergeben. Was genau uns jetzt... dieser Vampirismus bringen soll. Momentan also alles wie gehabt. Laufen wir doch einfach mal auf die große Ritze dazu. Das wird schon passen. Und schauen uns an, wo zum Henker wir hier gelandet sind. Hallo Freunde! Oh, das sind aber viele. Du wirst ja nicht gleich übertreiben. So, erstmal die kleinen Geister weg hier. Oh, komm schon. So, einmal rollen bitte. Ich nehme auch mal den Flächenangriff dazu, weil es wirklich so viele sind. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die im Einzelangriff zu nehmen. Das bringt jetzt zwar gegen diese Schwertgeister nicht so viel... aber zumindest diese Phantome werden damit relativ effizient ausgeschaltet. Oh Gott, was habe ich denn so viel Schaden kassiert? Alter, lass mich in Ruhe! Na, lass mich zu dem hin! Ich will den da platt machen. Na, geht doch. Meine. So. Okay. Nein, nicht doch. Ich glaube, die Dämonen, die Phantome hacken so sehr rein, ne? So, schön auf Abstand bleiben. Dann wird das schon gut gehen. Nicht in den Reihen, Mensch, Gabriel. Was willst du denn? Ja. Nummer zwei. Fehlt nur noch einer.
Der wird's mir doch jetzt nicht versauen, oder? Das wäre ein bisschen traurig. Nein. Macht er nicht. Gut. Das war ja schon mal ein nettes Empfangskommando, muss ich sagen. Schauen wir uns an, was wir hier anstellen müssen. Ach, einfach nur ziehen. Okay, wenn es weiter nichts ist. Das kriege ich noch hin. Ich hätte jetzt irgendwie mit einem größeren Effekt gerechnet. Aber gut, reicht auch. Wir können uns ja durchrollen. Ja, Glückwunsch. Nette Nachbarschaft. Oh shit, jetzt schon? Echt? Ich dachte erst im letzten Level. Der Vergessene. Größe groß, Schwierigkeit hoch. Die Bernhard-Familie, oder wie auch immer, Bernhard? Ich weiß es nicht. Familie hatte zahlreiche schreckliche Verbrechen zu verantworten. Zumeist handelte es sich dabei um teuflisches Zauberwerk und dämonische Rituale. Das furchtbarste jedoch war die Beschwörung der Kreatur, die der Vergessene genannt wird. Eines bösen Monsters von gewaltiger Macht. Diese Wesenheit herrschte über die Elementarebene der Finsternis und entkam den magischen Fesseln der Bernards alsbald. Schließlich kämpften die drei Gründer der Bruderschaft des Lichts gegen den Dämon und nutzten ihre Kräfte, um ihn auf ewig einzusperren. Zumindest dachten sie das. Nun wartet das Monster ungeduldig auf seine Befreiung. Er picht darauf, sich an der gesamten Menschheit zu rächen. Und wir dürfen mit ihm spielen. Ich freue mich so sehr. Wir kämpfen jetzt aber nicht hier an der Wand, oder? Gibt's jetzt Kletterduelle hier? Ha. Es sieht gut aus. Gefällt mir total. Okay. Und hopp. Ah, nicht ganz. Ach, da stirbst du gleich. Na, das ist ja auch interessant. Da geht's mal 2 Meter weiter runter beim Fallen und schon stirbt er. Solche können wir leiten. Könntest du jetzt mal vielleicht rangehen? Dankeschön. Ja, ist gut. So, neuer Versuch. Vielleicht ein Stück höher noch. Vielleicht war ich einfach nicht... Ja, ich war nicht weit genug oben einfach, glaube ich. Der Dämon hat deine Anwesenheit gespürt. Der Vergessene sucht nach dir. Verstecke dich sofort! Am besten ohne dich runterzustürzen, nehme ich so an. Warum sterbe ich denn da gleich? Das ist doch komisch, oder? Ich meine, ich bin 3 Meter höher als vorher. Oh, das wird großartig. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Also, wo ich hingehen soll, so wirklich. Gut, neue Runde. Nein, doch nicht in dem Moment. Ach, Junge. Junge, warum hast du nichts gelernt? Gabriel! Gabriel! Du wirst mich verarschen. Du wirst doch wohl an dieser Kante gehen können. Ja, ich kenne die Szene. Ich kenne die Szene. Ihr müsst es mir nicht nochmal zeigen. So, diesmal aber bitte. Komm schon, Gabriel. Du kannst das. Ich weiß es. Ich vertraue auf dich. Und hopp. Halt dich doch fest. Ich drücke den verdammten Button nach links, soweit es geht. Dann dreh dich auch dahin. Ist doch nicht zu fassen. Also ich spüre so ein paar Unzulänglichkeiten in der Steuerung. Aber darüber habe ich mich, glaube ich, auch schon beschwert im Hauptspiel, oder? Dass es versucht, ein Jump'n'Run zu sein, wo es keins ist. Naja, das ist halt... Das... Ah, Gabriel! Das kriegst du halt irgendwie nicht raus. Ich weiß auch nicht. So, noch eine Runde? Du
hast du so viel Spaß dabei an der... Gabriel, könntest du vielleicht abspringen, wenn ich es drücke? Du hast so viel Spaß daran, an der Wand rumzulaufen, ne? Jetzt und... Nein! Ich sehe schon, ich werde ein paar Versuche rausschneiden müssen, wenn das so weitergeht. Mann, 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 Mann. Du enttäuschst mich sehr, mein Freund. Vor allen Dingen habe ich es vorhin einmal geschafft und dann habe ich in übermäßiger Panik, weil ich dachte, der Dämon kommt gleich zu mir runter und spielt mit meinen Eingeweiden, mich in den Tod gestürzt. Jetzt, Dankeschön. Es? Sagt er. Okay, wo muss ich hin? Was? So, na klar, das verstehe ich total. Ich habe eine riesen Chance zum Reagieren gehabt. Ihr habt doch einen Klatscher, Leute. Ihr habt noch einen absoluten Klatscher. Okay, neuer Versuch. Was ist das? Nein, Gabriel, hör doch auf mit so einem Scheiß. Was ist denn das für ein Kurzen-Level? Also sorry, aber das ist doch echt bescheuert. So. Kriegen wir es denn jetzt vielleicht regelmäßiger hin, da dran zu hüpfen? So. Ja, danke schön. Aber ich vermute, nach links zu auszuweichen, scheint schon die richtige Richtung zu sein. Man muss dann halt bloß noch nach oben. Ja. Der Vergessene hält nach etwas Ausschau. Das sind wir. Der Vergessene ist weg. Na gut. Bye bye, bis die Tage. Und wir hätten jetzt nicht einfach unten in der Höhle warten können, bis er da durch ist? Na gut, wie du meinst. Was müssen wir denn jetzt machen? Achso, wir rüberspringen erstmal einfach nur. Alles klar. Zumindest mal den nächsten Save Point erreicht. Och nein, kommt schon. Echt jetzt? Ihr meint es aber auch wirklich nicht gut mit mir, oder? Wie komme ich denn jetzt dahin? Ach so, ja, klar. Was muss ich tun? Ach, ziehen einfach nur. Alles klar. Krieg mal hin. Soweit, so gut. Ich hasse es, unter Zeitdruck Wege finden zu müssen, die ich nach oben klettern kann. Wobei momentan ist der Druck noch nicht so sehr da. Die Brühe steht ja noch relativ tief. Aber ich weiß ja nicht, wie weit nach oben das hier noch gehen soll. Lässt sich ja nicht so richtig abschätzen. So, zumindest können wir jetzt... Ah, was tust du denn? Was machst du, Junge? Tipp. Ein Lavabad ist äußerst unangenehm. Danke für den Hinweis. Dann lass uns doch nochmal probieren. Okay, natürlich nochmal von hier, ist ja klar. Nochmal mit dem dezenten Hinweis, mach dich schleunigst weg von hier, es wird gleich warm. Okay. Den Hüpfer schaffen wir. Diesmal wissen wir auch, wie das hier funktioniert. Das sollte auch alles ein bisschen schneller gehen jetzt als vorher. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit nach hinten raus. Ist doch auch ganz schön. Achso, erstmal nach oben. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Glaube ich. Aber ich freue mich jetzt schon total drauf, dem Vergessenen zu begegnen. Im Zweikampf. Das wird super. Weiter nach oben, bitte. Hör doch auf! Hör doch auf! Ach, hör doch auf! Was machst du denn? Die Steuerung! Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Kann sie mir jemand erklären? Warum hüpft er dann wieder? Ich meine, ich muss da nach unten und springen drücken, um nach unten abzuspringen. Deswegen nach unten und springen. Aber
Ja, Gabriel hüpft nach unten und springt sofort wieder nach oben. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache irgendwie. Oder muss ich neuerdings nur nach unten drücken, um sofort mich loszulassen da? Das wäre neu. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe und da wirklich Hardcore Jump'n'Run Passagen drin hatte. Naja, schauen wir mal. Okay, sind wir wieder an meiner zweitliebsten Stelle in diesem Level bisher. Meine liebste war gerade eben schon. Ja, tatsächlich, nur nach unten drücken. Ich werde bescheuert. Okay, balancieren wir mal ganz fix hier drüber. Das kriegen wir noch hin. Und auf zur nächsten Klettereinheit. Ach hier. Oh Gott, die Brühe steigt aber schnell jetzt. Geht's noch? Könntet ihr vielleicht mir ein bisschen mehr Zeit einräumen? Was zur Hölle? Wer hat denn da jetzt den Turbo angeworfen? So, von wo aus müssen wir denn? Oh, danke schön. Es gibt einen Safe Point. Könntest du... Gabriel? Gabriel? Ja, danke. Das war jetzt natürlich eine super Voraussetzung. Oh Gott. Wer hat sich denn dieses Level ausgedacht? Lauf, Bitch! Lauf! Lauf schneller! Oh Gott! Nein! Nein! Sag mal, wie weit nach oben geht denn das noch hier? Badum! Ihr habt schon eine ganz schöne Macke, oder? Also so ein Level hier zu konzipieren. Ich weiß ja nicht. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Lauf um dein Leben, Gabriel. Am besten nicht hängen bleiben. So, vielleicht sollte ich mal nicht ganz so viel mit den Flügelchen springen. Das kostet doch viel Zeit, glaube ich. Und sollte nur im äußersten Notfall angewendet werden. Oh, ein Ende. Ein Ende ist in Sicht. Sag bloß. Kletter, 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 kletter. Nein! Alter, ich dachte, du bist schon längst weg. Na, klasse. So, viel Spaß da oben. Ich kletter dann mal auf deiner Spur weiter. Das ist eine gute Idee. So, nun ist die Frage, wünschen wir uns, dass der Vergessene es rausschafft oder nicht? Denn wenn er es nicht rausschafft, schaffen wir es auch nicht. Oh Gott, oh Gott! Bis ich gerafft habe, worum es hier geht im nächsten Abschnitt. Herzlichen Glückwunsch, du bist in der Hölle gelandet. So, okay, wir müssen jetzt einfach nur warten und schauen, wo die Felsbröckchen hinfallen. Noch ein Hüpfer. Und noch ein Hüpfer. Okay. So weit, so gut. Das kriegen wir hin. Das sieht ja soweit nicht allzu problematisch aus. Was zur Hölle? Oh nein, jetzt ist er wieder unter uns. Na klasse. Oh shit. Lauf um dein Leben, Gabriel. Oder kletter oder was auch immer. Lass dir was einfallen, auf jeden Fall. Schneller, Bitch! Okay. Das hat irgendwie gerade so funktioniert. Immerhin sind wir jetzt erstmal aus der direkten... Na, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, aus der direkten Sprunglinie unseres Freundes raus, aber kannst du vergessen. So, müssen wir hier lang? Ja, tatsächlich, gut. Instinktiv die richtige Ecke genommen, aber die Brühe steigt weiterhin unter uns. Geschafft. Unfassbar.